Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 25. Wir sind auf der Webhutan Pantai. Ich bin der Shorty von der Test Area. Ich hätte ja jetzt beinahe gesagt Landwirtschaftssimulator 22. Ne? So, ich habe den Holztransport-LKW rausbekommen aus dem Wald. Mein lieber ja, Gesangsverein, sag ich da nur. Und der muss ja hier hoch. Und ich gehe mal davon aus, der kriegt das jetzt hin. Auf zu hupen, ich bin schwerer. So, dann kann ich zwischendurch nämlich gucken, was der mit der Erbsen macht hier. Der Rand hat hier schon, also das ist schon heftig, wie der hier rumhanter Rand hat, ne? Ranter Hand hat. Der Ordnungswahn. Aber so kommst du nie ins zweite Vorgewende, Alter. Oder jetzt? Nee. Also es ist schon sehr aufwendig, wenn er sich bemüht, in die Spur zu kommen. Aber dafür ist so, ne? Macht er das ordentlich. Oder ist es der Grubermann, der so schön grubbern kann? Mit mehr PS wärst du schon. Ach, guck, der ist tatsächlich da hochgekommen. Ja, dann komm. Den schnackern wir jetzt nicht lange rum. Wir machen jetzt erst den Motorwagen leer. Dann machen wir den Anhänger, ja? 600 PS, ja. Dann speichern wir. Und dann gehen wir hier rüber. Abgeschlossen und schnappen uns 12.000 Öcken. Danke. Ah, so ein Krach. Das sind nicht mal Bodenverfestigungen. Ich habe dieses Ding ja jetzt gerade erst das allererste Mal gesehen, so richtig, ne? Ja. Bin ich gespannt. Wie das auch mit dem Überladen dann aussieht und so, wa? So. Da ist einer mit dem Grubber und der Grubber noch. Das ist der Hugo mit dem Grubber und grubbert ein Loch. Nee. Hugo mit dem Bagger. Kann man nicht um. Fruchtzerstörung! Fruchtzerstörung! Ah! Gut, dass die aus ist.
Ja, okay. Das wollte ich ja mal hier testen. Da F1-Menü auf. Dann fahren wir hier mal zu den Paletten. Abdeckung öffnen mit N wie Nordpol. Aha. Nee. So geht das nicht. Legemaschine aufklappen. Vielleicht, wenn ich rückwärts ranfahre. Aufklappen. Nö. Okay. X. B. Ja, ich weiß, kann nicht im September gepflanzt werden. Mir geht's um. Die Paletten. Muss ich die vielleicht erst hier hinholen? So. Und dann? Fülle das Gerät auf. Aber wie? R? Nein. Hier so? R? Nee, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ja, und jetzt? Das ist ja spannend. Wofür habe ich denn dann eigene Setzlinge? Ah, ich bin gerade zu doof. Das Fahrzeug zu befüllen. Zumachen. R. V. Fülle das Gerät zuerst auf. Ja. Versuch das. Aber wie gesagt, irgendwie jetzt so gerade. Will das nicht aufgefüllt werden. Von den eigenen Setzlingen, die wir hier produzieren für Reis. Was mache ich falsch? Das ist die Question. Zuklappen. Das lässt sich nicht befüllen von mir.
Da, Legemaschine auffüllen mit R. Jetzt. Ich muss also wieder nur richtig ranfahren. Oh, die Palette hat er weggehauen. Guck mal, eine Palette ist komplett drauf da. Geil. Okay. Dann stellen wir den jetzt wieder weg. Den brauchen wir erst nächstes Jahr. Aber der ist schon mal geladen, bewaffnet und bereit. Oh ja, Entschuldigung. Was ich auch noch mal probieren wollte, ob das Wasser für die Reisfelder Keule kostet. Ich gehe mal hier so ran. Taschenlampe. Da musste er niesen. Interagieren mit R. Feld Nummer 1. Fläche. Fruchtart. Noch kein drauf. Wasserstand 0% fluten. Kostet kein Geld. Na, das dauert, ne? Geh mal hier drauf. Wasserstand 1%. Da musst du die ganze Zeit dabei bleiben, bis das auf 100% ist wahrscheinlich. Dumm. Nö, nö. Gehst du auch wieder aus? Okay, ich guck gleich noch mal zu dir. Ich hab dann KI-Helfer mit vollem Getreidetank. Da müssen wir mal hin. So. Wir fahren durchs Getreide, wir fahren durch die Saat, wir zerstören unsere Erbsen, die Landwirtschaft ist hart. So. Ah. Da haben sie ja wieder Spezial. Aber hey, es funktioniert. Wollen wir mal gucken, wie viel das ist, so eine ganze Ladung. Das war's. 20%. Das heißt, wir können insgesamt 5-mal überladen. Na, es ist doch auch was. Warum bleiben wir hier stehen? Lassen den ernten. Jetzt gucken wir hier bei unserem Feld nochmal. Der fertig ist mit Entwässern. Ja. Ist fertig mit Entwässern. Ich weiß nicht, wie weit wir mit unseren Setzlingen kommen. Aber wir haben ja noch Zeit. Kann ja noch wachsen alles, ne? Ja, unseren Gruber wollte ich verkaufen. Fällt mir gerade mal so ein. Der ist nämlich gar nicht so toll. Weil du den kannst du nicht zusammenklappen. Was ist diese Maschine? Vier Meter.
Na, GPS. Deshalb ist der Scheiße zum Transport. Neuen kaufen will ich jetzt gerade aber auch noch nicht. Denn ich brauche das Geld für das Feld. So, wir versuchen mal noch eine auf den Weg zu bringen. Bitte ernten. 18.000. Was ernten wir? Hirse. Ob Hirse da reinpasst, wissen wir nicht. Wenn Hirse nicht in den LKW passt. Das ist der dreiachsige. Das prüfen wir nach. Komm. Das prüfen wir nach. Das ist der dreiachsige. Der ist hier nicht. Okay, das ist der bei den Aufliegern. Hier der dreiachsige. Keine Ahnung, wie hier so aussieht. Das ist wir probieren es einfach, ne? Klappt oder klappt nicht. So. Wir wissen ja, dass ich der allergrößte Fan von Schneidwerkwagen bin. Nicht. Aber ist egal. Ja, das ist hier sehr gut gegangen. Sehr gut gemacht, Shorty. Ah, habe ich denn jetzt hier die ganze Karre dran? Ich will den Gerd reden mal wieder. So. Hätte ich einen Traktor jetzt gehabt, hätte ich gekonnt, gemacht, getut, gekonnt. Warum drehst du dich? Mach das nicht. Hätte ich jetzt einen Traktor gehabt, hätte ich damit den Schneidwerkwagen zum Beispiel rangieren können. Ich lege das mal da drauf. Will er irgendwie nicht. Okay. Hast du doch jetzt. Ja, okay. Mit Zwillingsbereifung drauf. Ach, du ahnst es nicht. Was ein Monster da auch, ne? Ja, so wird das nix. So, du musst zu Feld 12. Oh, 12 ist hier so. Ja, ist gut. Oh ne, komm, fahr. Du musst den selber zu 12 bringen. Mit der Bereifung hier, das wird nichts. Junge, 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 guckt euch das an, ey. Das gibt's auch nur in Amerika. USA. USA. Kuban ist bei 98%. Erbsen sind bei 60%.
sieht gut aus. Nasselhaft. Tankstelle. Ja. Da ist ein Graben. Ein Wattergraben. Und dieser Wattergraben, der sagt mir, Alter, du bist von einer völlig falschen Stelle daran angefüllt. Und ich sag mir, ja, aber das interessiert mich nicht. Junge, Junge, Junge. Da kommen wir bestimmt drüber gefahren. Wenn nicht, ich hab ja heute Nacht wieder auf einem Superman-Helft übernachtet, dann heben wir den drüber. So. It's me, Chameleon. Ich wollte gerade sagen, das passt doch wunderbar. So, aber wir starten noch nicht. Wir starten den noch nicht. Doppelachse hinten. Ja, so nicht. So nicht, aber wir rangieren ja gerne. Extra CO2 für Greta. So. Ziel setzen. Wir haben hier das Feld 12. Wir müssen dann hier irgendwo zum Stehen kommen. Kommst du dahin? Er weiß selber nicht, warum er hier lang fährt. Aber lassen wir ihn. Er hat genug PS. Wir sind auch mit der Zeit schon wieder am Ende. Auf jeden. Ah, wir können eben speichern. Das machen wir noch. Gucken beide Aufträge rein. Abgeschlossen Auftrag. Zack. Yeah. So. Erbsenzähler. 64%. Der wartet. Und den LKW. Ja, gut. Ja, das war's wieder für heute, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen, Mitmachen, dabei sein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Der Link zum Discord Community Server befindet sich in der Videobeschreibung unter Mehr Ansehen. Abonnieren nicht vergessen, das ist bei YouTube völlig gratis, kostet euch keinen Cent, kann sich somit auch jeder leisten und auch nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen, um meinem Kanal beim Wachstum zu helfen. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area, bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.